Waiting for Icaricus to start the game. Na dann drücke ich mal den Knopf. Spiel starten. Okay, let's go. Okay. Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich Ihnen zeigen. Das machen wir dann erst, wenn Abgehauen. präsentiert wird. Erst machen alles und dann erst vorlesen, wenn es dann. Ich hab schon direkt das erste perfekte, perfekt passend. Sehr gut. Abspielen steht dort. Ist auch sehr schön. Ja, ich wusste, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich auf Deutsch laufen habe. Ja, ich habe Ich höre nicht mal so kurz zu keine gute rein. Idee. Ich schmeiß trotzdem was rein. Bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich Ihnen zeigen. Prof liest vor. Minderjährige Thai-Mädchen? Aha. Oder Tentakelpornos? Oder ein Pavian, der sich mit einem Dildo am Arsch kratzt? Ja, wir Okay, haben okay, tatsächlich. gut. Man muss dazu sagen, wir haben tatsächlich, wir dürfen alle voten. Wir haben nicht nur die Zar-Rolle, sondern wir dürfen alle abstimmen. Ich habe abgestimmt. Für sich Oh selbst darf man Mann. leider nicht stimmen, wie ich sehe. Leider. Warum wohl? Okay. Ah, yay! Gewinner. Tja. Fabian war echt gut. Okay, nicht vorlesen, nicht vorlesen. Das machen wir dann, wenn die Ja, ausgewählt ich muss ist. auch mal endlich Karten löschen. Da sind so viele mäßige dabei. Raus, raus, raus. Okay. Ich habe Oh, jetzt das ist gut. ja, gute muss. Karten. Na dann, jetzt liest Molly vor. Nach der Reihenfolge: Kirikus, Stringmail und dann Zwergenfürst DP. Das Leben der Indianer wurde für immer verändert, als der weiße Mann ihnen sexuelle Spannungen zeigte. Schön. Oder als er ihnen jüdische Burschenschaften zeigte. Oha. Oder natürlich, als er ihnen Lucina, die männliche Version von Mars, zeigte. Okay. Das ist garantiert eine Nintendo-Karte. Ja, Ich ich weiß weiß. es nicht. Sagt mir nichts. Ich finde die sexuelle Spannung so sehr gut. Danke. Ich muss das machen. Ja. Sexuelle Spannung finde ich auch immer sehr gut. Okay. Okay, ab. Was denn, was ist denn? Okay, nehmen wir das. Na Okay, ich dann. bin beim Vorlesen. Ich habe 99 Probleme, aber. Was? Okay, jetzt habe ich gewotet, ja, sehr schön. Ein Kind in 7 Mülltonnen verteilt, ist keines meiner Probleme. Und das finde ich schon so gut, dass ich dafür gewotet habe. Okay. Ist das gut? Ich habe 99 Probleme, aber außerdem ist auch keines dieser 99 Probleme. Der Soldat James Wine, neu verfilmt im Stil von Splatoon. Da gibt es Das doch ist eine dumme 100% ein Karte. Video zu, oder? Ich Es gibt weiß nicht. Minecraft Hitler, natürlich gibt es das wahrscheinlich auch. Ja, und außerdem habe ich nach wie vor 99 Probleme, aber davon, von den 99 Problemen, ist keines intelligentes Design ein Problem. Das ist sogar wahr. Ja. Ah, sehr schön. Juhu, wieder gewonnen. Das Ich Stringmail konnte hat auch gar gewonnen. nicht gewinnen. Was ist meine Antidroge? Antidroge. Im Zweifel sagen, wir können auch Fragen Wir können skippen. das skippen. Na dann skipp mal. Oh, und wenn Prinzessin Peach gerettet wurde, bekommt Mario von Das ist doch ihr. nicht vorlesen. Zu spät. Oh. Meint es sehr Das recht, ist dass gut. du. Oha, das ist lustig. Das ist Oh, gut. Scheiße. Natürlich trage ich was Weißes. Das passt sehr gut. Oha. Es wird gewinnen. Na komm, Prof. Ich habe übrigens gerade mein Getränk verschüttet. Also, Herzlichen sehr Glückwunsch. geil. Okay, Prof liest wieder vor. Wenn Prinzessin Peach gerettet wurde, bekommt Mario
freiwillige Vergewaltigung von ihr. Aha. Oder einen Nachmittag mit einem Strap-on. Oder halb Kind, halb Tintenfisch. Aha. Und schon wieder gewonnen. Und schon wieder gewonnen. Hurra. Vergewaltigung geht immer. Strap-on habe ich sogar noch selbst geschrieben. Katze. Vergewaltigung geht bei Cards Against Humanity immer. Hurra. Was ist meine geheime Kraft da? Jetzt habe ich es vorgelesen. Kommt ja nicht drauf an. Ist ja so oder so sichtbar. Karten. Die Karten scheiße. Die Karten scheiße. Ach komm, nehmen wir das hier. Bei mir passt halt irgendwie immer alles. Ich hatte selten so ein gutes Deck. Na dann, darfst du auch vorlesen. Mhm. Was ist meine geheime Kraft? Es ist ethnische Säuberung. Oha. Das hast du jetzt gesagt, Mordi. Das ist. Ich lese hier nur vor, okay? Das ist eine Aussage von dir. Das ist. Außerdem, ich bin nicht derjenige, der auf Twitch dafür gebannt wird. Ach ja. Okay, was ist noch meine geheime Kraft? Es ist den beschissenen Hund aus Duck Hunt erschießen. Aha. Ich habe Duck Hunt nie gespielt. Dafür gibt's Twitch-Bans. Ja, auch nicht. Ja gut, aber meine geheime Kraft ist natürlich kybernetische Verbesserungen und ich wünschte, es wäre so. Deshalb stimme ich dafür ab. Okay, dann nehme ich den Duck Hunt. Denn ein Sternchen. Hat jeder für seins gewotet, oder was? Jupp. Yep. Also, nee, jeder nicht für seins, aber jeder für ein anderes. Ja. Das war das Beste, was hier passiert. Das ist sehr gut. Sehr schön. Oha. Du darfst, Zwergi. Achso, Modi war ja schon. Okay, ich darf. Das Beste, was mir je passiert ist, das ist normale Menschen. Okay. Gibt's ja leider nicht mehr. Langweilig. Ja, außerdem das. Außerdem das Beste, was mir je passiert ist, ist der fleißige Mexikaner. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und aus dem, was das Beste, was war das Beste, das mir je passiert ist, das Beste, was mir nie passiert ist, ist außerdem ein weißer Van voller Süßigkeiten und Spielzeug. Natürlich. Oha. Mhm. Ja. Yay! Yay. Sein erster Punkt. Endlich mal. Wurde auch mal Zeit. Die Karte kann ich löschen. Die kann löschen. Ah, das ist sehr gut. Nee, ist langweilig. Das nehme ich, das ist ganz gut. Okay, kommt diese Saison auf den Broadway. Das Musical. Zum einen Angela Merkels bezauberndes Lächeln, das Musical. Schön. Deine Mutter, das Musiker. Er geht ja in dieselbe Richtung. Und der goldbraune Schiss, das Musical. Das würde ich gern hören. Also, das ist also der goldbraune Schiss. Oh ja. Yay! Zweiter Punkt. Ich habe diese Karte gesehen und habe mich weggeschmissen. die ist mäßig. Aha, was nehmen wir denn? Das hier raus, das hier raus. Das raus. Brauche ich vielleicht noch, das hier raus. Ach, das passt. Ist nicht das lustig, aber nicht. Passt. Das brauche ich mir nicht, das brauche ich nicht. Und das raus schon damit, raus damit. Das ist doch mal, da kann man mal drüber nachdenken. Das ist doch. Das so, Philosophisches. Yep, ja, du bist dran. Okay, so wird die Welt enden. Nicht mit einem Knall, sondern mit Östrogen. Schön. Oder mit Weltfrieden. Hat was Philosophisches.
Schon irgendwie. So, wenn die Welt sich, wenn die Welt keine. Sobald Weltfrieden geschlossen ist, einfach Meteor rein. Nee, die Welt kommt einfach nicht. Die Welt kommt einfach nicht drauf klar, dass es keine Kriege mehr gibt und so weiter und alle sind verwirrt und. Ja. Okay. Oder die Welt endet mit sich selbst swatten, damit man online relevant ist. Okay. Interessant. Wow. Wow, sehr schön. Wir haben es wieder mal geschafft. Kein Punkt für keinen. Okay. Raus damit. Na, dann nehmen wir das. Ja. Raus damit. Prof wirft die ganze Zeit Karten weg. Ich bin jetzt schon wieder bei 2 Karten. Ich habe noch keinen einzigen weggeworfen. Ich bin jetzt einfach die. Na dann, du darfst, Zwergi. Okay. Gibt ganz viele neue Apps hier. Für ganz viele neue Sachen. Und unter anderem dafür gibt es eine App. Nämlich für ein fetter Klempner, der höher springen kann als die meisten Top-Athleten. Oh. Okay, das heißt, glaube ich, Mario Run. Außerdem gibt es eine neue App, die ist dafür gedacht, dass Alkoholismus. Ja. Und dann gibt es außerdem noch eine App, die ist für Furzen und einfach weggehen. Das erschreckt mich, alles davon klingt sehr realistisch. So, was könnte in einer App drin sein? Oh. Ja. Und Prof hat den nächsten Punkt. Ich bin der Hinterletzte. Immer. Yay. Gleichstand zwischen Weiße Prof Menschen und. Sind wie. Oh ja. Ach du Schreck. Das nehme ich. Oha. Nehmen wir das. Oh Mann, ich hab gut. Das ist böse. Hallo, bei. Oh, das hier, das ist besser. Ja, es passen so einige. Na dann. Weiße Menschen sind wie ein Affe, der eine Zigarette raucht. Okay. Oder auch wie Morgan Freemans Stimme. Oder wie im neuen World Trade Center laut Allahu Akbar rufen. Ah, okay. Das stimmt halt alles davon. Ja. Wuhu! Der Prof kriegt einen Punkt. Wer hat Donkey Kongs Bananenvorrat stibitzt? Mist. Ich hab gerade was gelöscht, was gut passen könnte. Also ich habe eins, was irgendwie der passt. Der ist scheiße. Oh nee, das mache ich nicht. Das ist. Der ist ja, scheiße. Gut. Der nehmen wir das eine. Ach komm, das mache ich. Das ist zwar. Uha. Das könnte schwierig werden, aber. Morty muss es ja vorlesen. Du bist derjenige, der streamt. Ach. Bei mir hören es maximal meine Nachbarn. It's Cards Against Humanity. Passt schon. Außerdem habe ich keine Zuschauer. Okay. Na dann, du darfst, Morty. Wer hat Donkey Kongs Bananenvorrat stibitzt? Es war natürlich der Pfarrer Dr. Martin Luther King Jr. Ja. Okay. Wer sonst? So. Okay, oder war es vielleicht Adolf Hitler? Schön. Tja. Und Channel gewandt. Und Channel gewandt. Aber am realistischsten ist. Wobei das schon ein schönes Spiel wäre. Waluigi! Nehm ich. Ja. Tja, dann muss ich wohl. Ja. Danke. Es steht 5:5:1. Ja, sehr schön. Schön. Nehme ich. Das ist sogar ganz gut. Ja. Weg damit, weg.
Ah, fuck it, schmeiß mir alles weg. Ich behalte das, kann ich noch irgendwo, für werde ich das noch gebrauchen. Ja. Na dann, du darfst. Ach, ich bin dran. Wenn Mario das neue Power-Up einsammelt, dann wird er jetzt in dem nächsten Super Mario-Spiel zu ein gebleichtes Arschloch. Okay. Ja, aber ich krieg doch Mario Maker 1. Ja, außerdem wird er, wenn er das neue Power-Up einsammelt, in dem nächsten Spiel, was erscheint, Fetzi, die lustige Landmine. Ja. Und außerdem wird er, wenn Mario das neue Power-Up im nächsten Super Mario Bros. Sonst was, wird dazu ein Falke mit Kappe auf dem Kopf. Das klingt sogar realistisch, das könnte was werden im nächsten Spiel. Das nehme ich. Yay. Gott, wenn das zweite Punkt. So viele Karten, die ich kenne aus im Endeffekt den HWSQ-Videos. Obwohl kein HWSQ-Pack mehr drin ist. Tja. Ja. Weil die, weil die vielleicht auch mal nicht HWSQ-Packs genommen haben. Hm. Ja, okay, das nehme ich. Okay. Ach du Schreck, das könnte euch gefallen. Das ist mir zu realistisch. Das ist gut. Also ich habe einen Punkt auf jeden Fall schon mal sicher. Das passt. Hey. Na dann Prof muss da vorne sein. Erstmal ein paar Erdnüsschen. Was gibt es im Himmel tonnenweise? Dann wollen wir noch mal sehen. Zwergen werfen. Nice. Auf geht's. Let's go. Oder Kinder an einer Leine. Alle nur an einer Leine. Das passt, weil die ganzen Priester im Himmel sind. Verstehst du? Ach, das glaubst du. Und die homosexuelle Agenda. Ihr wisst, wofür ich abgestimmt habe. Ich hab gesagt, ich hab einen Punkt sicher. Auch zu Recht. Wenn Kirby. Das passt zwar nicht ganz, aber okay. Fällt ich die Karte nicht mal los. So, mal hoffen, dass das funktioniert. Okay, wer war dran? Ich oder? Ich hätte Prof gesagt, aber okay. Oh, keine Ahnung. Ich hab auch nicht was ich verloren. Okay, egal, fangen wir wieder an. Wenn Kirby einsaugen würde, bekäme er die Kraft des Wenn Kirby Ganondorf, König des Bösen, einsaugen würde, bekäme die Kraft des aktiven Zuhörens. Okay. Interessant. Wenn Kirby Shigeru Miyamoto einsaugen würde, bekäme er die Kraft des der Erektion, die länger als 4 Stunden dauert. Und wenn Kirby 8 Gramm bestes russisches Heroin einsaugen würde, bekäme er die Kraft der Überdosis. Ja. Sehr schön. Wir wissen, was gewotet wird. Das passt so gut. Oh mein Gott. Yay. Tja, yay. Ich muss das einfach nehmen und dann die Überdosis dazu setzen. Sehr schön. Ich hab's schon. Oh mein Gott. Nee, warte, ich nehme das hier. Das andere können wir noch gebrauchen. Alle Scheiße. Jetzt wegwerfen und außerdem. Ich muss hier gerade noch überlegen, ich habe ein paar Sachen, die gut sind. Ach komm, nehmen wir das. Nicht das, das ist ja auch gut. Das wäre halt auch gut.
oder das. Okay, hier wird was geschrieben. Ja. Mhm. Let's go. Okay. Na dann, du darfst vorlesen. Mori. Im neuesten Super Mario Spiel ist diesmal nicht Bowser der Final Boss, sondern Suppe, die zu heiß ist. Ja. Und ansonsten? Der finale Boss ist natürlich Hoffnung. Schön. Okay. Aber ich glaube eher, der Final Boss wird sein die Klimaerwärmung. Ja. Yay! Yay. Von mir selbst geschrieben. Wow. Oh, wieder eine Zweierkarte. Sogar eine von den Originalen. Okay. Oha. Ich glaube, von mindestens vier von diesen Karten weiß ich, dass ich schon Tobi in bei HWSQ auf der Hand hatte. Kann ja sein. Nichts davon passt. Ja, bei mir auch nicht, aber ich bin zu wenig kreativ, um jetzt was selber zu schreiben. Ganz weg, ja. Wir mussten jetzt vorlesen. Ich? Du. Na, sehr toll. Das wird lustig. Keine Sorge, ich hab nur Schwachsinn. Same. Ja. Ja. Okay, dann fangen wir mal damit an. Das stimmt. Das muss ich auch ordentlich zugeben. Ich habe kräftige Oberschenkel getötet. Wie, fragst du? Das habe ich folgendermaßen gemacht. Ein Todesstrahl. Hm. Okay, außerdem habe ich Obdachlose getötet. Wie, fragst du? Ein deftiger Frühstücksdöner. Ach, war das die Zahnpasta-Sache? Ja. Außerdem habe ich das Michelin-Männchen getötet. Und zwar mit Nekrophilie. Kommt die nicht erst danach? Tja. Ich weiß nicht. Ab wann geht's über? Ich weiß nicht. Ab wann zählt das Michelin-Männchen noch als lebendig? Oh, sehr schön. Break. Wow. Super. Okay. Oha, ja, auf jeden Fall. Das ist eher ein super Schauke. Ich habe halt hier keinen Namen. Ach doch! Hier. Sehr schön. Ich habe auf jeden Fall irgendwas. Same. Poff muss vorlesen. Jo. Wer bildet das nächste Superhelden-Gehilfenduo? Auf Platz 1 haben wir schlecht getimte Holocaust-Witze und Italiener. Auf Platz 2 haben wir Lee Harvey Oswald und die Südstaaten. Nicht schlecht. Das passt. In irgendeiner Welt gilt das bestimmt als Superheld, ja. Günther Jauch, der von einem Schwarm Greifvögel attackiert wird und ein Tiefgeschrank voller Organe. Okay. Yay. Yay. Okay, ich kriege hier keine Punkte in diesem Spiel. Es scheint so. Anscheinend. Als ich auf LSD war, verwandelte sich in... Bitte was? Ich nehm's einfach. Ja. So. Ist nicht gut, aber es ist definitiv da. Ich hau mal ein paar Sachen weg. Ich hab keine Ahnung, was das ist, aber Prof muss es hier vorlesen. Was? Nee, ich bin jetzt dran. Ach so, okay. Als ich auf LSD war, verwandelte sich
Kirby nach 8 Gramm bestdosisch Heroin. Ja, das hat der Prof wieder getippt. Eine Leiche. Okay. Fortgesetzt, okay. Gut, dann stimme ich schon mal direkt ab. Okay. Na, guck noch, was noch kommt. Als ich auf LSD war, verwandelte sich eine thermonukleare Explosion in Pikachus Donnerblitz. Nicht schlecht. Als ich auf LSD war, verwandelte sich Objektpermanenz in essbare Unterwäsche. Okay. Gang. Wirklich damit? 8-2. Sehr schön. Das passt. Das nehmen wir. Ja. Okay, ich bin wieder dran, oder? Ja, du bist dran. Was hat Vin Diesel zum Abend gegessen? Vin Diesel hat Folgendes zum Abend gegessen. Bowsers fetter Cock. Aha. Ich finde es lustig, dass der Canon ist. Ja, ich auch. Das habe ich auch gehört. Ja, außerdem hat Vin Diesel Folgendes zum Abendbrot gegessen. Britney Spears mit 55. Okay. Aber like, holy fuck, was denkt sich Nintendo dabei? Auf so ist ein Model davon, einen fucking Copyright Claim anzumelden. Ja. Akzeptieren Sie das ja schließlich als Canon. Außerdem hat Vin Diesel zum Abendbrot gegessen eine Horde paarungsbereiter Elefanten. Ja. Yay! Yay. Modi und Prof, die streiten sich um den ersten Platz. Das ist ja ein stetiges Auf und Ab. Ich muss mal was Gutes auswählen. Das ist auch faszinierend, wie viele von den Karten, die halt aber auch erst entstanden sind, Andels Running Gags in HWSQ, in anderen Packs einfach drin sind. Ja, das ist irgendwie seltsam. Ich hatte gerade Linsons Raven. Wirklich? Ja. Ich glaube, du bist jetzt dran. Oh ja. Prof. Wissenschaftler haben kürzlich einen primitiven Stamm entdeckt, der den Übermenschen verehrt. Außerdem verehren die noch. Okay. Richtig heil werden. Da wären wir wieder bei Kirby. Rest in peace. Und ansonsten die Markus Söder verehren. Ja, sehr schön. Die müssen wirklich primitiv sein. Hey, selbst geschrieben. Aber gut. Yay, Sieg. Yay. Der Prof hat gewonnen. Hast du noch eine Runde? Klar. Ich kann dir Stream angeben. Ihr Livestream wird auf der Startseite dieser Website angezeigt. Ich weiß nicht. Will ich das? Ja, willst du. Ich mach noch ein paar mehr Decks rein. Ach nee, will ich nicht. Da muss ich mich, glaube ich, erstmal anmelden. Ja, ich hab ja so viel Nintendo. Da muss ich mich erstmal anmelden für. Das ist. Man muss. Das Paket, die geilste Fickung, klingt doch schon mal sehr gut. Da muss das.